Wie kommt ein Darmstädter, hallo Michael, wie kommt ein Darmstädter nach in den Norden von Deutschland? Ja, das hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich bin am 18. Juli 2004 bin ich Patenonkel geworden in einer Kirche in Möllenhagen. Da ist mein Patenkind getauft worden mit 4 Lebensjahren. Und anschließend habe ich eine Woche Urlaub verbracht und habe in dem Urlaub am 22. Juli in kleine Faschentiner See so die Hände ausgebreitet und habe die Sonne angebetet, stand bis hierhin im Wasser und habe vom Schöpfer den Auftrag gekriegt, mach dich auf den Weg nach Mecklenburg, dort ist deine Zukunft. Also sozusagen eine Eingebung. Eingebung, ja. Ja. Ich habe mir deine Bilder angesehen, sehr interessant, das sind alles Doppelbelichtungen oder Mehrfachbelichtungen. Machst du das digital oder analog? Analog mit einer Spiegelreflexkamera, die eine spezielle Schaltung hat, wo man das erste Bild stehen lassen kann und dann das zweite dazu fotografiert, dann geht der Film weiter. Ich sehe das Ergebnis der Doppelbelichtung auch erst, wenn der Film entwickelt ist. Das heißt, du musst schon ein Konzept haben, du siehst ein Motiv und anschließend bildest du dein Bild ab im Kopf und suchst dir die Motive zusammen? Na, ich sag mal, ich sehe ein Motiv und überlege mir dann schon, was könnte ich als zweites Motiv dazu nehmen. Es ist so, zum Beispiel das Einladungsbild der Ausstellung, was auf meiner Einladung draus ist, die gefalteten Hände habe ich in 2005 in Röbel aufgenommen und 3 bis 4 Stunden später hier in Zielow vor dem Haus gegenüber der Kirche die Sonnenblumen dazu. Ja. Und da wusste ich aber noch die Proportionen der gefalteten Hände, wo die auf dem Bild sind, die habe ich mir so lange im Kopf eingeprägt oder wieder hervorgerufen und dann ist das Bild entstanden. Was hast du denn für Tipps, wenn Leute das, was du gerade machst, also diese Mehrfachbelichtung, wie sollen die da vorgehen oder wie können die das auch? Können die das auch schaffen? Also ein Reiz hat es, wenn man mit Analogtechnik arbeitet, weil man dann das Ergebnis nicht gleich sieht und überrascht wird, ob es was geworden ist oder nicht. Aber es ist so, sagen wir mal, man kann anfangen, man kann eine Blume oder ein Feld oder was aufnehmen und kann dann die Sonne, das ist relativ einfach, wenn die Sonne ohne Wolkenschein die Sonne dazu nehmen, dann hat, sagen wir mal, im unteren Bereich des Bildes nimmt man das erste Motiv und dann holt man die Sonne dazu, wobei man bei der Sonne darauf achten muss, dass die Sonne sich nicht scharf stellen lässt durch ihre Helligkeit. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, man muss beide Bilder 0,5 unterbelichten, weil es jetzt zweimal belichtet wird. Ja. Und wir brauchen eine spezielle Kamera, die das überhaupt kann. Ja, also die nicht weiter transportiert. Die, wo man einstellen kann, dass das erste Bild stehen bleibt und erst beim zweiten Bild oder auch bei weiterem. Ich habe auch schon mal aus Versehen eine Dreifachbelichtung gemacht, das ist auch interessant. Was ist dein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt ist also erstmal hier die Ausstellung, die heute eröffnet worden ist. Auf dem Weg von Südhessen an die Müritz heißt die Ausstellung. Und die zeichnet mein Schaffen der letzten 10 Jahre. Nächstes Projekt ist 2013 in der Kirche Rechlin-Nord eine weitere Ausstellung. Die ersten Motive dafür habe ich schon im Kasten. Das ist schön. Dann danke ich dir dafür, für dieses kurze Interview. Und ich wünsche weiterhin schöne Bilder und tolle Ideen noch weiter. Dankeschön. Bitteschön.